Haben wir den ganzen Sommer damit gekocht. Ah, guck das mal. Ist so ein aus Thailand. Ah, Thailand, ja. Oder du kannst hier drin. In Afrika nehmen die wirklich, das auch. Ja, sowas. Mit einer Handvoll Holz. Hast du, das ist so eine Hitze hier und die Steine nehmen die Hitze auf. Ja. Und dieses Teil kann man so einsetzen. Ich habe das eigentlich nie rausgehabt. Wenn man aber Wind braucht von vorne, kann man dann auch hier nachschieben. Wir haben dann immer kurz den Topf runtergenommen, nachgelegt. Mit zwei Hände voll Holz haben wir das ganze Mittag für 20 Leute hier gekocht. Weil die Hitze hier drin, ja, die du brauchst nur so einen kleinen Stecker. Ja? Perfekt. Ja. Das ist so ein toller Ofen. Und hier unten hast du die Asche, die habe ich jetzt noch gar nicht rausgenommen, aber es ist immer noch von dem so eine tolle Verbrennung. Also ich bin begeistert. Zündest du jetzt auch hier unten an? Nee, nur hier oben. Nur hier oben. Und das zieht dann quasi rein? Ja, genau. Es machst du dann auch da unten zu manchmal? Nee, oder? Nee, gar nicht. Das zieht einfach dann? Ja. Du machst hier drin Feuer, wie du normal Feuer machst. Und wenn das in Gang ist, packst du alles voll. Das zieht sich genügend Luft von hier, machst den Topf drauf. Ja. Und dann ist so eine enorme Hitze, weil die Steine durch das Feuer sich auch erwärmen. Ja. Und selbst wenn das Feuer nur noch Glut hat, sind die Steine dann heiß. Mhm. Und dann steht der Topf da drauf. Wir mussten den manchmal sogar runternehmen, damit das nicht überkocht immer. Wow. Also ist mein Lieblingsofen geworden. Und wie viel kostet dieser Ofen? Der kostet 25 Euro. Echt? Aber du kriegst den nur bei dem Händler, weil der eine Frau aus Thailand hat. Ja. Und nicht der gibt es nicht in Deutschland im Internet. Aber Udo, hier aus dem Nachbardorf, der Kräutertyp, der war viel auf Märkten, wo der den immer getroffen hat, in Einsiedeln und so. Und da hat er mal 6 Stück gekauft. Ah, okay. Und die gibt es in 3 Größen. Klein, mittel, das ist meiner, und größer. Ja. Und der größere kostet 34 und der 25 so ungefähr. Also, total. Wow. Toll. Das ist sehr abgefahren. Und hier war unsere Solardusche. Ah, hattet ihr eine Solardusche? Ich hatte so eine Module besorgt. Ja. Zeige ich dir mal. So eine Plastik-Flachmodule, wo drin ein Schlauch liegt. Und wenn man den an die Wasserleitung anschließt, dann erwärmt sich praktisch das Wasser da drin. Braucht man ja alles gar nicht. Und die Solardusche selber war so ein schwarzes Rohr, ganz dick, oben mit so einem Duschknopf. Hat super funktioniert. Wir haben das letztendlich, weil der Schlauch immer Luft gelassen hat, gar nicht wissen benutzt. Aber und hier stand die Note. Ich zeige dir mal die Note noch. Ja. Das sind auch die Eingangsdinger. Ich habe ja so eine weiße Jote mit rotem Dach. Ja. Das war der Witz. Das Camp sollte beginnen. Es war so heiß in diesem Sommer. Gab es ein paar richtig heiße Tage, so 30 Grad. Dann haben wir das hier aufgebaut, weil ich dachte, das ist ja ideal, diese Senke, wunderbar, dann mit dem Blick in die Weide, den Eingang hier raus. Ja. Wir waren gerade fertig, da zog ein riesen Gewitter ran. Ja. Aber gerade das letzte festgeknüppert hier in der Hitze. In dem Moment hat es geregnet, gegossen, eine halbe Stunde lang, da lief von hier und von da das Wasser rein und die Jute stand so unter Wasser. Ja, war klar, hier ist Beton drunter, hier können wir die nicht stehen lassen. Ja. Wenn so, also mussten wir alles wieder abbauen und haben die dann hier hochgetragen und dann stand die hier. Es war zwar ein wunderschöner Platz, aber es gab nicht den freien Blick, so wie ich mir das hier so dachte. Ja, okay. Und hier in dem Klo steht doch so ein Abwaschtisch. Ja, genau. Der war hier so drüber. Aha, und wir also hier war unsere Sommerküche, ne? Da hast du einiges eingerichtet und so. Hier waren die ganzen Töpfe drin. Und wie habt ihr das mit dem Wasser gemacht? Wasser haben wir hier vorne, hier ist ein Wasserhahn. Ach so. Da haben wir uns immer Wasser hierher getragen. Ach, okay. Und guck mal, das ist mein Kochtopf hier. Ja. Der hier. Ah, okay. Der ist ja, der ist also für 20 groß. Leute, wenn du das Vollmasse hast. Ja. Richtig. Das rein. Und die anderen Töpfe. Ah ja, da ist auch noch ein Topf. Ja, die anderen Töpfe und Abwaschschüsseln sind alle hier drin. Und man konnte letztendlich auch mit so einem kleineren Topf, wenn du so ein Gitter rüberlegst, ja. Ah, interessant. Und das war unser Wasser für Abwaschwasser. Ja. Weil immer wenn wir fertig waren mit Kochen, haben wir sofort Abwaschwasser und durch die heißen Steine hat es den Topf erwärmt. Wenn wir fertig waren mit Essen, hatten wir heißes Wasser. Toll, ja. Cool. Also, ach hier, das sind die Module. Guck mal. Aha. Die hier. Oh, cool. Die schließt du an, einfach an so eine Wasserleitung, und so eine Schlauchschelle. Und dann läuft eben durch diese vielen kleinen, davon hatte er 2, 3 angeschlossen und dann hast du richtig lange warmes Wasser. Wow, krass. Und die muss man eben im Sommer, im Winter reinholen. Ja, sonst weil man geht das ja kaputt. Ja, der war noch nicht angeschlossen, deshalb ist der noch hier draußen. Aber die mal angeschlossen waren, die haben dann das Wasser innen drin. Ja, sammelt sich ja dann noch und kommt dann nicht wieder raus. Ne? Genau. Obwohl, kann man vielleicht mit einem Kompressor freipusten, ne? Ja, könnte man, genau. Oder so aufhängen, ne? Also jedenfalls, ich liebe, es ist so ein schöner Platz hier.
Das Erste, was wir an dem Platz, der war natürlich vollgemüllt. Das war ja eigentlich ein Müllplatz vom Dorf. Ne? Okay. Was waren das hier eigentlich für ein, ist das eine hier haben Stelle gestanden. Offenstelle und die waren leider abgebrannt dann. Das ging und haben dann, der erste Gang an dem Platz war entrümpeln und den Feuerplatz installieren und die Himmelsrichtung begrüßen und so. Und so Lieder singen und so, dass ich dann das Gefühl hatte, oh ja, der Platz ist zufrieden hier mit dem, was jetzt hier neu wird.